sind hier in der Roten Kapelle vom Lassalle-Haus Bad Schönbrunn. Und hier wird unser drittes Konzert von der Sommerklänge 2012 stattfinden. Wir haben hier ein fünfköpfiges Vokalensemble. Das ist das Calmus-Ensemble aus Leipzig. Das sind vier Herren und eine Dame, die zusammen das Konzert werden bestreiten. Der Titel ist «Durch die Blume». Sie nehmen uns mit auf eine Reise durch ganz Europa und eigentlich auch durch die ganze Musikgeschichte, angefangen beim Hermann Schein und hört auf beim Georg Kreisler. Da werden Lieder erklingen vom Schumann, vom Britten und auch Volkslieder. Und wie gesagt, am Schluss kommen noch ein paar Müsterli vom Georg Kreisler. Wir werden am Sonntag, am 22. Juli, hier im Lassalle-Haus Bad Schönbrunn sein. Einer von diesen fünf Orten der Sommerklang 2012. Das ist ja ein typisches Kennzeichen der Sommerklang, dass man immer weiter geht, fast ein bisschen, in Anführungszeichen, eine unendliche Entdeckungsreise kreuz und quer durch den Kanton Zug. Es ist ja einerseits eine Kombination von toller Kammermusik, eben mit ganz bestimmten speziellen Örtlichkeiten, mit Örtlichkeiten, die eine eigene Geschichte haben, die besonders schön sind oder ganz unerwartete Inhalte haben, wo man vielleicht schon dran vorbeigefahren ist, aber gar nicht drauf gekommen, wer das da innen so etwas Spezielles ist. Und mit dem wollen wir eben die Leute nicht einfach allein lassen. Also wir wollen nicht einfach jetzt einladen, hierher ein tolles Konzert machen und sagen, ja, ist ja wunderbar, sondern wir wollen wirklich im Publikum, das zu uns kommt, den Ort auch noch ein bisschen speziell vorstellen. Der Ort, das ist eben Lassalle-Haus Bad Schönbrunn. Schon der Doppelname sagt eigentlich, dass da etwas passiert sein muss. Bad Schönbrunn geht ins 19. Jahrhundert zurück, ist 1869 gegründet worden als Kurhaus, hat dann existiert bis ins frühe 20. Jahrhundert und ist dann 1929 von den Jesuiten übernommen worden und ist eben heute das Lassalle-Haus, das Zentrum der Einkehr, der geistigen Besinnung, auch der Begegnung mit Zen und Christentum. Also ein ganz spezieller Ort. Und hier, in diesen Ort, wird uns auch jemand ganz spezieller einführen. Das ist eben auch ein bisschen Markenzeichen, Sommerklang. Immer bestimmte Fachfrau, bestimmte Fachmann, die uns dazu etwas sagt. Das ist nämlich der Dr. Stefan Rölli. Er ist Historiker. Von dem her kennt er hier diese Zusammenhänge. Er hat aber noch eine besondere Eigenschaft. Er ist nämlich gebürtiger Menziger, ist als kleiner Bub mit seinem Vater, der Handwerker war, Maler war und der hier unten im Bad Schönbrunn, respektive im Lassalle-Haus, zu tun hatte, hat dann nämlich mitgegangen und hat dort schon die Welt in sich aufgenommen. Und er wird uns ganz sicher in seiner kurzen Einführung auch die persönliche Note können überbringen.